herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich werde gleich ein Paket unboxen. Das eine, was ich schon mal zeigen kann, weil das ich kann das eben auch mal auspacken. Das Paket ist nicht zu uns gekommen, sondern zu Moritz und das war nochmal so eine Sammelbestellung von Impericon und da kam jetzt das hier noch mit bei raus. Und das ist für Tim. Also er hat sich ausgesucht, ja, aber ich werde es vermutlich auch tragen. Ich war noch einkaufen, das ist jetzt aber hier kein Wocheneinkauf, sondern einfach nur ein bisschen was, was halt benötigt wurde, kann ich euch eben auch noch zeigen und dann packen wir das große Paket aus. Also, einmal haben wir hier Windeln. Ja, für mich. Okay. Dann Batterien. Batterien. Feuchtes Klopapier. Hier. Bist du ein kluger Papagei? Dann habe ich diese Windelbeutel. Einmal Hühnerbrühe, die kann ich auch gleich hier unter mir in unseren neuen Schrank stellen. Da hat die nämlich ihren Platz. Dann haben wir Milch und zwar dreimal. Die andere Milch ist irgendwo noch versteckt. Dann habe ich Druckerpapier. Kekse. Hier ist die dritte Milch. Nochmal Kekse. Briefumschläge und Getränke. Davon habe ich auch was im Auto gelassen, weil ich sonst hier meine Klappbox überlastet hätte. Und es macht ja irgendwie keinen Sinn, wenn ich das hier hochschleppe und dann nehme ich es am nächsten Tag mit auf Arbeit. Dann kann ich es auch wieder mit runternehmen. Also ich habe das jetzt einfach im Auto gelassen. Genau. So, ich räume das schnell weg und dann packen wir das Paket aus. In der Sekunde, wo ich den Einkauf ausgepackt habe, klingelt es und es kam noch ein Paket. Das packen wir jetzt zuerst aus. Und zwar... ein Türgitter! Ich weiß nicht, warum er sich da so freut. Das ist ein Türgitter für die Küchentür. Wir haben ja zwei Türgitter. Das eine hier sollte da gar nicht hin. Aber die Küchentür ist viel schmaler als alle anderen Türen. Und es passte nicht in die Küchentür, deswegen haben wir es erstmal hierhin gemacht. Also hier, das brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir brauchten noch eins für die Küche und da haben wir jetzt noch eins bestellt. Kannst du es mal bitte so festhalten, Kali? Dann hole ich mal eine Schere, okay? Türgitter! Ein neues. Ja. Gibt es eine Anleitung? Es gibt eine Anleitung. Ja, hier ist eine Anleitung. Scheinbar erfüllt es seinen Zweck. Das eine heißt Staubsauger. Das darfst du doch nicht vorher verraten. Oh. Nein. Oh. Nein, doch. Oh. Natürlich, stimmt. Hier ist ein Schneidebrett drin. Davon haben wir schon eins und die sind echt gut. Und unsere anderen, die waren so von Lidl. Die habe ich gekauft vor einem Jahr, als ich in die andere Wohnung gezogen bin. Und wenn man da so geschnitten hat, dann hat sich das Plastik abgelöst. Kannst du es mal bitte auf den Tisch tun? So, jetzt kommen wir aber zu dem neuen Paket. Wir haben... ein Staubsauger! Genau, ein Staubsaugroboter. Wir hatten nämlich einen Herbert, also einen Staubsaugroboter, der allerdings... funktioniert nicht. Genau. Also haben wir jetzt einen neuen. Ich brauche auch gar nichts mehr sagen, ne? Ich glaube, Karl kann das auch übernehmen. Das ist der Ecovex D-Bot Osmo 950 Care. Keine Ahnung. Wir haben ein paar Videos geguckt. Das ist auch so eine Aktion. Da saßen wir so gegen 23 Uhr auf dem Sofa und haben Staubsauger-Vergleichsvideos angeguckt. Ich habe so zu Tim gesagt, ich glaube, wir wären richtig spießig. So. Ja. Wir haben hier, ach du meine Güte, wir haben hier Staubsauger, das ist was. Und hier, ah hier sind noch diese Tücher, die man da unten ran macht. Der kann nämlich auch wischen. Ich wette, das werden wir nie benutzen, aber ja, gut. Können wir da bitte jetzt mal auspacken? Aber sicher doch. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass der Moment, in dem ich den Staubsauger gerade ausgepackt habe, irgendwie nicht aufgenommen wurde. Deswegen zeige ich ihn jetzt hier nochmal. Der hat natürlich noch all seine Folien und so. Noch Räder.
So ein bisschen hässlich ist der ja schon, aber er soll ja nur sauber machen. Hier ist noch so ein Wischtuch. Hier ist ein Quickstart-Guide. Dann haben wir hier einen Filter. Tatsächlich kenne ich mich ein bisschen damit aus, weil ich schon mal so ein Ding besessen habe. Also jetzt nicht so, dass ich hier sitze und überhaupt nicht mehr weiß, was Sache ist. Aber was ich mich gerade frage, wieso muss man sich das Ding komplett irgendwie gerade hier zusammenbauen? Wieso können die den nicht schon in zusammengebaut ausliefern? Hier sind zum Beispiel so Bürsten und alles. Eine Anti-Rutsch-Station, sehr gut. Ich darf jetzt bloß hier nicht auf den dreckigen Boden legen. Dann haben wir hier noch... Nochmal Wischtücher, sieht aus wie Masken. Lass das mal bitte, das ist Polsterung. Ich glaube, wir sollten als erstes mal den Quickstart Guide lesen, um daraufhin den Staubsauger komplett zusammenzubauen. So, da habe ich den jetzt mal hingestellt. Hier müssen wir jetzt erstmal aufräumen. Der lädt jetzt mal und ich muss mal reinlesen, wie man hier alles verbinden kann mit dem WLAN und so weiter. So, neuer Tag und Karl und ich werden jetzt das Auto sauber machen. Also Karl kommt einfach mit runter und hat ein Buch dabei. Ich werde mein Auto jetzt aufräumen. Karl hat einen Müllsack in der Hand, da ist ziemlich viel Müll drin. Und staubsaugen. Ich habe mal den Saugnapf mitgenommen, um mein Handy da an der Scheibe festzupappen. Ich hoffe, das geht. Und dann habe ich heute in Tims Auto schon aufgeräumt. Da ist halt ein Haufen mit Müll jetzt. Der kommt dann einfach nur in den Müllsack noch. Genau, aber das ist jetzt mal so unsere heutige Aufgabe, weil das Auto ist wirklich sehr, sehr, sehr dreckig. Und die Flasche Wasser ist dafür da, dass ich das Scheibendings da auffülle. Das ist auch nicht das, was draufsteht, sondern ist einfach nur Leitungswasser. Ich habe jetzt kein Scheiben... Nee, das ist nicht mit Geschmack. Doch. Nein, das ist alle gewesen. Ich habe es aufgefüllt. Also ich fülle kein Wasser mit Geschmack in mein Auto. Auch wenn ich mir es bei mir irgendwie vorstellen könnte, aber nee. Zum Tagesabschluss fahren wir jetzt noch zu Burger King. Ich weiß gar nicht, es müsste es eigentlich geben, sowas wie ein McDrive, nur bei Burger King. Ich habe nämlich jetzt kein Interesse, da irgendwie reinzugehen, ehrlich gesagt. Oh. Genau, wir fahren jetzt zu Burger King. Das hat was damit auf sich, dass wir heute im Bürgeramt waren und uns umgemeldet haben und Karl meinte, lass uns lieber zu Burger King. Ich habe gesagt, das hat zwar nichts miteinander zu tun, aber meinetwegen, dann gehen wir jetzt noch zu Burger King. So. Hast du Schuhe an? Nein. Kann man im Burger King McDrive mit Bar bezahlen? Fragezeichen. Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich wollte einen Burger mit Pommes und Nuggets. Okay, Kai gibt schon seine Bestellung auf. Ich glaube, wenn wir an diesem Ding da zum Bestellen sind, dann fahre ich, also sage ich eine Bestellung, fahre ich einen Millimeter weiter, mache hinten das Fenster auf. Kai sitzt nämlich hinter mir, der Sitz ist auf der Seite. Und dann gibt Karl seine Bestellung durch. So, bei Burger King im Happy Meal, also das heißt nicht Happy Meal, das heißt Weißkuss, gab es eine Wasserpistole. Vielleicht habe ich gerade mein Kletteisen gewässert, aber nur vielleicht. Wenn das morgen nicht mehr geht, habe ich ein großes Problem. Die Wasserspritzpistole funktioniert. Ja. Guck mal, was es jetzt wird. Noch das Essen mitnehmen. Und nicht aufs Essen. Das wäre auch noch nett. Kann man. Du kannst dann die Blumen damit gießen. Die sehen sehr trocken aus. Nein, ist. Cool. Nein. Die anderen Blumen? Kali, nicht aufs Essen. Nein, Glück kommt da jetzt nichts mehr raus. Ich habe mal ein bisschen Angst. So, an der Stelle möchte ich das Video gerne beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Unser fleißiger Herbert der Zweite ist auch wieder am Staubsaugen. Es ist so krass. Also irgendwie, ich weiß nicht, seitdem das Ding da ist, ist es viel dreckiger in der Wohnung, gefühlt. Oder man achtet viel mehr drauf und denkt sich so, jo,
du könntest jetzt wirklich mal das Ding rumschicken. Also es ist echt ein sehr seltsames Phänomen. Aber gut, ich will den eigentlich einmal täglich überall fahren haben. Aufgrund dessen, dass wir heute fast nicht zu Hause waren oder selbst wenn wir da waren, nicht in allen Räumen waren, ist es noch was anderes. Ich habe jetzt abends nicht gekocht, wie man ja vielleicht gerade gesehen hat. Dementsprechend muss die Küche heute auch nicht sauber gemacht werden. Aber ansonsten hätte ich den schon gern, dass er jeden Tag einmal überall war. Und wie gesagt, an der Stelle möchte ich das Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch so einen Staubsaugroboter zu Hause habt. Und wenn ja, was für einen, wie zufrieden ihr damit seid. Ich meine, jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir einen gekauft. Aber ich finde den eigentlich bis jetzt ziemlich cool. Aber es kann ja sein, dass jemand denselben hat und sagt, der ist super cool und keine Ahnung, ihr habt eine gute Wahl getroffen. Und wenn ihr keinen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, warum ihr vielleicht auch aus Überzeugung keinen habt. Weil ich meine, klar, die Wohnung ist jetzt schon größer als die andere, aber es ist immer noch keine 300 Quadratmeter Wohnung. Also von daher ist halt die Frage, wie sich's lohnt. Andererseits bei einem fast dreijährigen und dann mit so Balkon und raus und reingehen und so. Und wenn man generell viel draußen ist, also ich meine, Karl schleppt jeden Tag Sand irgendwie aus dem Kindergarten oder vom Spielplatz mit rein. Ich glaube, da lohnt sich das auf jeden Fall. Genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.